Die Firma Moki hat mir mal ein paar ihrer neuesten Produkte zum Testen zugeschickt, und zwar handelt es sich hierbei um die Moki Gentleman Balls. Ein Gentleman Ball ist so eine Art Überraschungsei für Erwachsene, nur dass sich hierin anstelle von billigem Plastikspielzeug hochwertige und praktische Gadgets befinden. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was sich im ersten der Moki Gentleman Balls befindet. Und wie ihr seht, bekommt man hier einen kleinen Flachmann, welchen man am Schlüssel befestigen kann, und eine kleine Dose Schuhcreme, und natürlich bekommt man hier auch noch eine Anleitung, auf der sich einmal die Gadgets, die ihr jetzt hier in eurem Ball bekommen habt, befinden, aber ihr seht auch, was sich in anderen Moki Gentleman Balls noch befinden könnte. Ich habe hier jetzt auch noch zwei weitere Moki Gentleman Balls und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was es noch für weitere Gadgets gibt. Im ersten der beiden Moki Gentleman Balls befindet sich noch ein Grillspieß und ein Schuhputztuch, und den Grillspieß müsst ihr einfach einmal so auseinanderbiegen, dann könnt ihr vorne ein Marshmallow oder eine Grillwurst draufstecken und dann könnt ihr in eines der beiden Löcher, welche sich oben befinden, einen Stock reinstecken und so könnt ihr dann eben euer Marshmallow oder eure Grillwurst über dem Feuer braten. Im zweiten Moki Gentleman Ball befindet sich wieder ein Schuhputztuch und ein kleines Bastelset für einen sogenannten Bierbaum. An einem Bierbaum könnt ihr Kronkorken von zum Beispiel Bierflaschen oder anderen Getränken befestigen. Und um diesen zusammenzubauen, müsst ihr einmal die Unterseite des Moki Gentleman Balls mit dem Loch finden. Dort könnt ihr dann eine Schraube reinstecken und diese dann mit dem mitgelieferten Holzstück verbinden. Oben am Bierbaum befindet sich dann ein Magnet und dort könnt ihr dann eben eure Kronkorken befestigen. Alles in allem finde ich, dass die Moki Gentleman Balls eine ganz nette Geschenkidee sind. Außerdem bekommt ihr hier wirklich Qualität und die Moki Gentleman Balls werden komplett in Deutschland in Behindertenwerkstätten hergestellt. Somit unterstützt ihr hier auch gleich noch einen guten Zweck und ihr kauft nicht irgendein billiges Geschenk aus beispielsweise China. Die Moki Gentleman Balls werden komplett von Hand hergestellt und so wird beispielsweise die rote Schleife auf der Vorderseite einzeln von Hand aufgesetzt. Wenn ihr jetzt auch Interesse an einem der Moki Gentleman Balls habt, findet ihr die Kauflinks in der Videobeschreibung und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mal bei den Social Media Kanälen von Moki vorbeischaut. Die findet ihr auch noch in der Videobeschreibung und einmal hier im Video. Und natürlich hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt mir das doch einfach durch eine positive Bewertung oder abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt.